Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW Spurstangenköpfe als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstange und den Spurstangenkopf an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem 24er Maulschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Sie ist dazu da, zu verhindern, dass ein Teil gegenüber dem anderen verdreht wird, was Auswirkungen auf die Einstellung der Geometrie deines Fahrzeugs haben könnte. Verwende nun einen 18er Maulschlüssel, eine Ratsche und einen 6 mm Imbusschlüsseleinsatz und löse die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Nun musst du den Spurstangenkopf aus seinem Platz lösen. Benutze dazu einen Spurstangenentferner, mit dem du den Spurstangenkopf leicht vom Drehgelenk entfernen kannst. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. Miss mit einem Messschieber den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende der Lenkschubstange. Dies wird dir beim Wiedereinbau nützlich sein, damit du dann so nahe wie möglich an die ursprüngliche Geometrie herankommst. Dennoch musst du nach diesem Vorgang eine Achsvermessung bei einem Fachmann durchführen lassen. Entferne die Kontermutter der Schubstange. Entferne mit einer Zange die äußere Metallklemme vom Schutzbalk der Lenkschubstange. Schneide den äußeren Teil des Balks mit einem Cutter so ab, dass er entfernt werden kann. Entferne den Innenring des Balks. Nimm den Balk heraus. Mit einem Spurstangenwerkzeug oder einem Spurstangenabzieher, einem speziellen Werkzeug für diese Arbeit, kannst du das Ganze problemlos lösen. Dazu schiebst du das Werkzeug bis zum fixen Teil der Spurstange ein und übst dann mit einer Ratsche und einer langen Verlängerung Kraft im Gegenuhrzeigersinn aus. Wenn die Spurstange mit Markierungen versehen ist, löse sie mit einem Schraubenschlüssel. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Spurstange des Stabilisators zur Hand und löse die mitgelieferten Kontermuttern.
Bevor du die neue Spurstange einsetzt, trage ein wenig mittelfeste Gewindesicherung auf, um zu verhindern, dass sie sich zur falschen Zeit löst. Blockiere die Lenkschubstange immer noch mit demselben Werkzeug oder einem Schraubenschlüssel, aber diesmal im Uhrzeigersinn. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Entferne dann das Werkzeug. Nimm dir den neuen Balg zur Hand und montiere den im Kit enthaltenen Ring darauf vor. Trage Silikonfett auf den Teil der Spurstange auf, der mit dem Balg in Berührung kommt. Du kannst nun den Ring mit dem speziellen Werkzeug oder mit einer Zange verkrimpen. Bringe dann den äußeren Ring wieder an. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast. Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand. Bringe den Spurstangenkopf wieder an, indem du dieselbe Anzahl Umdrehungen ausführst, die du beim Ausbau gezählt hast. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Bürste mit einer Drahtbürste das Drehgelenk ab und trage dann Silikonfett auf den flachen Teil auf, der später mit dem Balg des Spurstangenkopfs in Berührung kommt. Fette auf keinen Fall das Innere des Kegels ein. Setze den Spurstangenkopf wieder am Drehgelenk ein. Bringe die Mutter an, die beim neuen Teil mit dabei ist, und ziehe sie mit einer Ratsche an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Kontermutter abschließend fest, während du den Spurstangenkopf mit einem 21er Maulschlüssel festhältst, um ihn nicht zu beschädigen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!